morgens klingelt der Wecker, 3 oder halb 4, so aus die Richtung. Und dann zieht man los in ein Gebiet, wo man gerne öfters hingeht. In meinem Fall ist es der Ammersee eben. Man fotografiert gar nicht gleich drauf los, das ist Unsinn, sondern wartet, bis wirklich eine gute Vogelart kommt. Meine Eltern haben immer gesagt, ich habe angefangen zu laufen, um zu Vögeln zu kommen und angefangen zu lesen, um ein Bestimmungsbuch zu lesen. Und das kann man gut vorstellen, dass das so stimmt. Viele Leute verstehen das nicht, dass ich da stundenlang sitzen kann. Auch meine Kollegen zum Teil nicht, die meinen, dass man die Zeit besser verwenden könnte, um im wissenschaftlichen Labor zu arbeiten. Da bin ich allerdings ganz anderer Ansicht. Letztendlich ist das Faszinierende dran, das Unerwartete. Man weiß nie, was da kommt, was man sehen wird. Es gibt immer wieder massive Überraschungen und natürlich die absolute Schönheit. Also ich kann mir gar kein Leben ohne Kunst vorstellen. Ich habe als Student angefangen zu sammeln und eines Tages gab es einen Zeitungsartikel über einen Künstler Bernhard Schulze. Viele kennen ihn gerade im Kölner Raum. Er hat Jahrzehnte in Köln gelebt und hat dort auch sein Atelier gehabt. Die Ausstellung war direkt um die Ecke gewesen, gerade im Nachbarort. Und ich bin am selben Tag noch hingefahren, habe am selben Tag das erste Bild gekauft. Und das werde ich so schnell nicht vergessen, den Tag. Ich war einfach stolz wie sonst was und ich habe sofort gemerkt, das ist die Kunstrichtung, die mir gefällt. Mich haben vor allem die Details angesprochen. Man konnte durch diese Bilder regelrecht durchwandern und von jedem Punkt wieder was völlig anderes sehen. Der hat einfach irgendwo auf der Leinwand angefangen, ohne irgendeine vorgefasste Idee und hat von da aus das Bild sich entwickeln lassen. Und das hat mich fasziniert ohne Ende. Und das kann man bei jedem Bild, was er gemalt hat, kann man das sehen. Im Prinzip war das genau, was ich nach meiner Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe mich auf ein neues Gebiet spezialisieren wollen, eben auf die Alzheimer-Forschung. Und sogar noch mein altes Institut, was damals eins der führenden in Deutschland, wenn nicht Europa gewesen war, zu verlassen und nach USA zu gehen. Und das war ein Sprung ins Kalte, wo man wirklich von Grund auf was völlig Neues gestalten musste. Also ich glaube, ein Wissenschaftler muss ständig Risiko eingehen. Als wir damals in die USA zogen zum Beispiel, wir haben uns ein One-Way-Ticket gekauft. Der Laie stellt sich Wissenschaft vor wie mit Zahlen, Mathematik und Formeln. Das ist aber nicht so, zumindest nicht in der Biochemie, Molekularbiologie und Zellbiologie. Unsere Ergebnisse sind meistens in irgendeiner Form von Bildern dargestellt. Jeder Patient, der Alzheimer hat, hat im Gehirn viele sogenannte Plaques, das sind Ablagerungen von einem kleinen Eiweiß, die extrem unlöslich sind. Die verhalten sich im Gehirn wie Klebstoff, die kriegt man da gar nicht mehr los. Der Mechanismus, der dieses Amyloid im Gehirn entstehen lässt, der läuft in uns allen von Geburt an ab und vor allem eben im Gehirn und dort gezielt in den Nervenzellen. Die Enzyme, die dieses Amyloid entstehen lassen, die kann man sehr, sehr gut blockieren heutzutage. Aber das Problem ist, dass diese Medikamente alle bisher im Patienten es nicht geschafft haben, das Gedächtnis auch nur im geringsten Maße zu stabilisieren. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, der allerdings für uns alle dramatisch ist. Die Krankheit wird mindestens 20 bis 30 Jahre vorher, bevor der Arzt überhaupt irgendwelche Symptome sieht, angelegt. Und das Gehirn ist bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich geschädigt. Selbst wenn wir das allerbeste der besten Medikamente haben, wir müssen dieses Medikament 20 bis 30 Jahre vor Beginn der Erkrankung geben können. Und dann müssen wir wissen, wer ein Risiko und wer nicht. Aber was vor etwa 5-6 Jahren gefunden wurde, waren Genveränderungen, die Chance im hohen Alter Alzheimer zu bekommen drastisch erhöhen. Und diese Genveränderungen lagen ohne Ausnahme in Genen, die in den Immunzellen des Gehirns gemacht werden. Und wir haben dann angefangen, an diesen Genveränderungen zu arbeiten und rauszukriegen, was machen die eigentlich. Und haben das völlig Überraschendes entdeckt. Diese Genveränderungen bewirken, dass die Immunzellen nicht mehr aktiviert werden können. Und man dachte ursprünglich, dass man diese Immunzellen im nicht aktiven Zustand halten müsste, um die Krankheit vielleicht zu verlangsamen. Was wir gefunden hatten, war genau das Gegenteil, dass diese Genveränderungen die Immunzellen genau in diesem nicht aktivierten Zustand halten und verhindern, dass die Immunzellen auf eine Gehirnverletzung überhaupt reagieren können. Wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir sogar im Menschen gefunden haben, dass diese Aktivierung der Immunzellen, zumindest im frühen Stadium, protektiv ist. Das heißt, die schützt das Gehirn vor
schwerere Ausprägung der Erkrankung. Und diese Erkenntnisse nehmen wir jetzt, um neue Medikamente zu entwickeln, die diese Immunzellen im frühen Stadium gezielt aktivieren können. Die Parallele, die ich sehe, ist die Kreativität. Es gibt nichts Schlimmeres als langweilige Wissenschaftler, die immer wieder das Gleiche machen und das ihr Leben lang. Da schläft die Wissenschaft ein, die kommen auch nicht groß weiter. Die machen gute Arbeit, aber das geht halt nicht über gewisse Grenzen hinaus. Und das ist bei den Künstlern, die wirklich gut sind, die gehen über ihre Grenzen hinaus und fangen auch mit hohem Risiko immer wieder neue Sachen an. Also ich glaube, die Kreativität ist das Wichtigste für einen Künstler und für einen Wissenschaftler.